Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir viele Tode und ganz viel Freude am Ende noch mit einer Big Sister gehabt. Und jetzt sollen wir Grace Holloway besuchen. Wollen wir doch mal gucken, ob uns die gute Frau überhaupt empfängt. Bisher hat sie nämlich keine besonders hohe Meinung von uns. Und ich weiß auch nicht, ob sich das in absehbarer Zeit irgendwie ändern wird. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein und ich sollte es auch sein, aber Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamp. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind und dadurch wird alles gut. Die gute Grace hat da wohl was falsch verstanden. Die Nachricht hieß eben ein Geschenk von Lamp. Das war eher ausgeborgt, oder? Hier spritzen wir mal Feuer, okay. So, hier drüben gibt es ansonsten nichts. Dann sollte man den Architekten aber verklagen. Hier hätte noch wunderbar eine Wohnung hintergepasst. Was machst du? Ich habe dich akustisch leider nicht verstanden. Du bist zu laut gestorben. So. Mal kurz hier hinten gucken. Meins. Wir haben eine Taschenlampe. Und die Musik gefällt mir ganz und gar nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Hier soll keiner aufstehen. Ich sehe schon, ihr hattet alle den gleichen Schönheitschirurgen, nämlich den aus dem ersten Teil. Wie hieß er doch gleich nochmal? Irgendwie ist das ja alles gerade sehr dunkel und bedrohlich. Eben hast du da noch nicht gelegen. Nö. Hallo? Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Wer sagt denn, dass wir ein Blechdaddy sind? Uah.
Zugegebenermaßen, wir tragen zwar einen dicken, fetten Anzug, aber irgendwann wurden da mal Menschen reingesteckt. Überlegt euch das mal. Ich glaube nicht, dass wir eine so geistlose Maschine sind, wie dass sie so gerne hingestellt wird. Vor allem jetzt, da wir, wie es Dr. Tenenbaum genannt hat, aufgeweckt wurden. Warum sauf ich eigentlich immer noch Alkohol? Bin ja richtiger Suchti. Komm raus, wo immer du bist. Sag mal, Holloway, schämen Sie sich eigentlich nicht, sich mit diesen komischen Splicern hier zusammengetan zu haben? Mit einem Haufen Drogenjunkies? Oder machen Sie das mangels Alternative? Hi. Lass deine Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. So. Warum versteckst du dich vor der Erlösung? Kannst du nicht mithalten? Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Hm. Ein Volk. Ein Ziel. Ein Haufen Bekloppter seid ihr. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Jetzt muss ich irgendwie an die Community von Gronkh denken. La Familia. Richtig gemütlich haben sie es hier, Holloway. Überhaupt nicht verfallen und irks. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Tja, das müssen für dich echt neue Nachrichten gewesen sein. In den späten 50ern, frühen 60ern. Ja, ein bisschen Geld haben wir, warte mal. Jetzt mache ich nochmal die Mühe und text das Ding mal. Willkommen im Zirkus der Werte. Thank you.
Sobald man ein bisschen Übung hat, geht das eigentlich mit dem Hacken. Obwohl ich das Rohrleitungsspiel im ersten Teil auch nicht schlecht fand. Oh, hier hat jemand Schmetterlinge gesammelt. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Ich glaube nicht, dass Rapture fliegen wollte, deswegen wurde es unter Wasser gebaut. Unsere Badewanne benutzen? Kann ich mir jetzt ein Bad einlassen? Gracies Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst keinen Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Und Sinclair hat das echt nicht gemerkt. Okay, ihn habe ich für intelligenter gehalten. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Na, das werden wir mal noch sehen. Scharfer Beobachter. Mache deine Forschungen effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Mhm. Erstmal einlagern. Bis ich mir irgendwann mal Genbank-Upgrades hole. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich.
Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Na, was glaubst du denn, wer sich Lamb geholt hat? Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Gut, das müssen wir uns jetzt nochmal anfangen. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Ich habe beim Aufheben des Bandes wie aus Gewohnheit auf L gedrückt, damit es abgespielt wird, aber es wurde automatisch abgespielt. Na, hat er per L jetzt das andere Band rangeholt. So. Soll das hier etwa eine Tür sein? Okay, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Na gut, dann wollen wir mal. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Sie ist doch wieder da. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Ich habe keine Ambition, dich umzubringen, Holloway. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Und tschüss. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Na dann. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Bist du jetzt enttäuscht? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Denk mal drüber nach. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen. Aber ich kann ein wenig flüstern, deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Danke, Crazy. Ich wusste doch, wir werden noch Freunde. So. Kurz gucken, ob wir ein bisschen Munition brauchen. Nieten haben wir fast voll. Fallennieten wären eigentlich auch mal wieder ganz praktisch, aber ich habe so gut wie keine Kohle mehr. Läuft. Unsere Sache kann keine Kohle brauchen.
Hier waren wir schon mal. Na komm, Pottis, mach die Arbeit für mich. Die können schreien, ey. Blödes Geschütz. Sieh dir deinen dämlichen Anzug aus. Ja, ja, hau du ab! Oh! Kein Hick! War mir auch eine Freude. Irgendwo läuft hier ein Big Daddy rum und das sind nicht wir. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Tu das. Und berichte mir, was dabei rumkommt. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Offensichtlich kommt aber nicht viel rum. Lamp ist echt bescheuert. Aber ich riech's ja irgendwie, dass sie es bis zum Schluss nicht verstehen wird. Bis zu ihrem endgültigen Ende. Macht's gut, Bodies, und danke für die Hilfe. Und da war die Musik auf einmal vorbei. Hat nur ich das Gefühl, oder werden wir gleich wieder ins Wasser geschleudert? Hört mich an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Junge? Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Jetzt ist die dumme Frage, die ich mir gerade so stelle. Der Park ist abgeriegelt, Chef. Da geht erstmal gar nichts. Aber wenn du zu der Pumpenstation in der Siren Alley gehst und den Laden trockenlegst, dann kommst du durch diese Luftschleuse rein. Wie ist Sinclair aus dem Zug rausgekommen? Soweit ich mich erinnere, war er ebenfalls mit drinne. Oh, hi. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt. Aber du lebst noch. Richtig. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Ist das eine Drohung?
Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an! Macht ihn fertig, Jungs! Ich bin selbst ein Mädchen! Du denkst, du könntest mich umschubsen? Hallo! Kannst du nicht mithalten? Ich will auch so einen Raketenwerfer. Mr. Puppets! Wo ist ein anderer hingeflogen? Oder klebt er noch an der Decke? Das ist das, ey. Die reden auch den ganzen Tag bloß Blödsinn. Mhm. By which we are saved. Die Bestie Ryans lebt! Versammelt die Familie! Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen ganz hoch! Großer Gott, ich glaub, das war Simon Wales! Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Falls ich da hinkomme. An dem BDI, da komme ich erstmal so nicht vorbei. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich erstmal nach hier oben komme. Und mich hier erstmal ein bisschen umsehen. Na, hängen sie ein bisschen ab, gute Frau. Läuft nicht mal was Gutes im Fernsehen, ich bin enttäuscht. Was steht da drauf? Ich wollte das lesen. Ja, ein Scotch könnt ihr behalten, Mondschein könnt ihr auch behalten. Was die Leute so alles wegschmeißen. Also Nieten verstehe ich ja noch irgendwo, wenn die für einen keinen Wert haben. Aber Geld? Mach dich wieder leicht wie eine Feder. Ja, ja. Ach du Scheibenkleister. Aber wisst ihr was? Um diesen Simon Wales kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge von Let's Play Bioshock 2 wieder mit dabei. Bis dahin und Cheerio!